Dadele, hallihallo, aber die Ehre, herzlich willkommen zurück hier zu Among the Sleep. Wir sind hier mittendrin in angeblich anscheinend der letzten Erinnerung. Haben wir aufgehört, wo wir das hier runtergekickt haben und die Tür hier geöffnet haben. Bäumling ist wieder an uns vorbeigegangen. Ist wohl die Erinnerung schon. Schön Teddy umarmen. Das ist Roger in Kambodscha. Ja, okay. Ja, das ist mir schon klar, aber wie kriege ich das außen bitte auf? Dann komme ich da rüber. So. Drüben komme ich rüber. Schäfchen zählen. Das ist der doofe Baum hier. Weg. Weg. Davon aus. Gehen wir da rüber und uns den Schlüssel holen. Alter, hat's mich gerissen. Halt die Fresse. Ist doch gut. Was fällt jetzt wieso? Wer, wann? Wo? Oh. Nimm's! Mach die fucking Türe auf, Mann! Nein! Ja, dann leck mich doch am Arsch und fang mich halt, du Vogel. Ich bin hier weg. Okay, der Raum hat sich komplett geändert.
will ich hier reinschauen? Ich will gucken, gell? Oder lang. Spielkartenmusik. Okay, Mutter und Vater haben sich wohl getrennt. Ja, ist ja gut. Ich bin immer, ich stehe auf meine Pedalerie und das ist als Controller erkannt, dann kann ich mich nicht mehr bewegen, deswegen sage ich. Marcel ist hier und der Uhu ist hier. Fahrrad, das haben wir alle schon gesehen. Haben wir schon. Jetzt müssen wir hier weitergehen. Jetzt schauen wir mal. Wollen wir lesen? Wohl nicht, müssen wir. Was schon, Alkoholiker? Das Ziel ist es, hier nichts umzuwerfen, ha? Wenn ich was umwerf, stecken. Werde definitiv was umwerfen. Außer mir nehmen die Flaschen. Ich schmeiß was um. Sehr safe sein. Doch nicht. Du, du, du! Ist weg. Auf. Gießen können. Okay, Stuhl ist umgefallen. Was? Wieso?
Was hat das für einen Sinn? Alter, ich hab doch gar nichts berührt. Was? Darf man nicht mal die Flaschen am Boden berühren, hä? Das geilste Versteck, ne? Locker bleiben, ich hab nichts umgeschmissen, mein Freund. Ja? Jetzt da runterschmeiß. Haben wir die A-Karte. Nehme dich hier hinter. Ist das Absicht? Ist das auch Scheiße? Die hat auch so Teppich und so Geschichten drin liegen. Got the final memory. Let's hurry. Let's hurry. Ist der jetzt nicht gelaufen? Aha.
Das ist doch Bullshit. Jetzt gibt Vollgas. Ich weiß, wir können uns hier drin verstecken. Will ich aber nicht. Ich will gleich durch. Hopp. Super. Teddy wieder zusammensammeln. Oh Gott. Und Teddy nicht. Aber nicht schneller. Was ist das für eine kranke Scheiße, ehrlich? Not now. Nee, nicht jetzt. Dies Alki. Dies der Baum. Der so betrunken ist. Das ist so ein Horror quasi für einen Zweijährigen, oder? Die Trinkerin ist. Ich dachte, Vorder wär's. Okay. I will find you. Wieder im Haus. Ah, wie macht man das jetzt? Das würde ich jetzt da reintun. Jetzt dann die letzte Erinnerung sein, oder? Buch? Die Wand? Spieluhr? Eine Erinnerung fehlt, das hier.
Ja, das sind die zwei. Das sind die zwei Schlüssel, die wir gesucht haben. Also, die wir gebraucht haben, so rum. Warum ist er eigentlich so ungepackt? Also. Was kommt jetzt noch? Wir liegen in der Alkflaschen. Oder wieder zu. Und die Stiefel sein, die wir gesehen haben. Puzzle. Probier mal. Quasi alles aus dem Haus, da steht wieder dicke Flasche schaut aus. Like your gift? What happened to his arm? Don't worry, we'll fix him up. Also ging es hier in der Geschichte quasi darum, dass der Zweijährige quasi die alkoholabhängige oder betrunkene Mutter so Augen von den Zweijährigen so verarbeitet wird, gesehen wird. Cool. Doch war eine nette kleine Story. Mit ein bisschen Horrorcharakter. Als nicht too much. Ein paar thrillige Dinge waren dabei. An sich so die Story so erzählt. Doch, fand ich relativ cool. Gut umgesetzt. Immer so ein nettes Spielchen zwischendurch. Doch. Also sieht man, wie ein Zweijähriger, so wird zumindest hier drin in diesem Spiel erklärt, erzählt. Eine abweisende Mutter, beziehungsweise ist ja nicht ihrer selbst, weil man hatte gesehen am Anfang bei der Geburtstagsparty, da war sie ja direkt gut zu mir gesandt und freudig und nett und kaum hat sie zur Flasche gegriffen, ist halt nicht mehr sie selbst, sondern Person. Geht dann so. Und das hat der Kleine so dementsprechend verarbeitet. Zum Schluss hat man gesehen, dass er wieder beim Vater war wohl, war ja eine männliche Stimme. Haben wir auch auf den Bildern gesehen, dass die sich wohl getrennt haben. Da konnte es die Mutter nicht verarbeiten.
hat die Flasche gegriffen und ist halt böse zu mir geworden, weil ich nicht als Zweijähriger wohlgemerkt nicht so auf die Mutter gehört habe, wie sie es wollte. Könnt euch selber ein Fazit daraus ziehen. Kind haben, trinken, auch wenn Trennung da ist. Ja, ne? Sagen. Mehr bleibt mir da jetzt nicht zu sagen. Ihr könnt euch selber das Fazit daraus ziehen. Und ich sag vielen Dank fürs Mitzuschauen. Diese kleinen Story-Geschichte-Spiel. Und beim nächsten Mal, was wir als nächstes angreifen wollen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Kommentare, Wünsche, Anregungen da. Ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Daumen nach oben ist auch immer tippitoppi. Freue mich über jeden einzelnen Like. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, habe die Ehre und Servus!